10. April 2011. Die Verleihung des Felix Burda Awards, präsentiert von BMW Berlin. Größen aus Showbusiness, Medizin, Wirtschaft und Politik fanden sich im Hotel Adlon Kempinski zur glanzvollen Gala ein. Seit 10 Jahren engagiert sich Dr. Christa Mahr mit ihrem Team nun erfolgreich im Kampf gegen den Darmkrebs. Man kann es ein größeres Kompliment nicht machen, dass das eigentlich ihr Preis ist. Ich hoffe eben, dass ihre Arbeit wirklich weiter so gut fruchtet, dass die Leute sozusagen gar nicht mehr darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass sie diese Art von Vorsorge machen. Das war ja noch vor einiger Zeit ein Tabuthema und ja, damit hat die Felix-Burda-Stiftung vielen Menschen das Leben gerettet. Dass sie sich weiter so für die gute Sache einsetzen. Ich finde es bewundernswert, dass auch so ein Tabuthema angesprochen wird. Und die machen einfach hervorragende Arbeit. Ich finde es toll, dass der Verlust dieses Kindes, was natürlich ein erwachsener Mann war, so aufgefangen worden ist. Dr. Christa Mahr eröffnete den Galaabend mit einem Blick auf die Erfolge nach 10 Jahren Stiftungsarbeit. 4,5 Millionen Vorsorgekoloskopien wurden seit 2002, seit diese Leistung eingeführt wurde, durchgeführt. 100.000 Neuerkrankungen wurden verhindert. Bei 50.000 Menschen wurde ein bereits vorhandenes Karzinom so früh entdeckt, dass es geheilt werden konnte. Das sind 150.000 gerettete Leben in diesen 10 Jahren. Und Barbara Schöneberger, die Moderatorin des Abends, sah den Felix Burda Award in bester Gesellschaft. Ich glaube, Sie haben sich heute Abend völlig richtig entschieden, hierher zu kommen, denn die Presse, Sie haben es sicher schon gelesen, bezeichnet diesen Award völlig zu Recht schon als Oscar der Prävention. In 6 Kategorien wurden Menschen und Organisationen für ihr Engagement im Kampf gegen Darmkrebs ausgezeichnet. In der Kategorie Journalism for Prevention überreichte Michael Mirsch vom Focus den Award an Preisträger Golo Willand. Der Felix Burda Award in der Kategorie Medical Prevention ging an Professor Dr. Thomas Rösch. An Dr. Volker List und Dr. Andrea Stahl vom Karlsruher Institut für Technologie wurde der Award in der Kategorie Prevention at Work verliehen. In der Kategorie Public Prevention gab es 2 Auszeichnungen. Die Sportmoderatorin Andrea Kaiser überreichte die Trophäe an Wilfried Jacobs von der AOK Rheinland-Hamburg. Auch die 2. Preisträgerin, Heidi Luther, wurde mit dem Award überrascht. Für ihren außerordentlichen Einsatz mit ihrem Projekt Familienhilfe Darmkrebs würdigte sie ihre Laudatorin Nina Ruge. Heidi Luther arbeitet heute noch einmal in der Woche, einen Tag in ihrem früheren Job als Bankangestellte. Den Löwenanteil der restlichen Zeit, den verwendet sie darauf, anderen Menschen in die Lage zu versetzen, nicht an dieser Krankheit Darmkrebs zu erkranken, auch wenn sie familiär vorbelastet sind. Und ich möchte zum Schluss noch Christa Mahr zitieren. Heidi Luthers Anliegen ist ganz im Sinne meines Sohnes Felix, der sich wünschte, dass die Stiftung sich dafür einsetzt, dass andere Menschen vor seinem Schicksal bewahrt werden. Ich kenne außer Heidi Luther niemanden, der sich so engagiert, umfassend und selbstlos für dieses Ziel einsetzt. Heidi Luther besiegte den Darmkrebs und setzt sich heute dafür ein, das familiäre Risiko für diese Krebsart bekannt zu machen. Mit dem erstmals verliehenen Europapreis ehrte die Jury das Engagement der UEGF. Für deren erfolgreiche Kampagne zur EU-weiten Einführung des Darmkrebs-Screenings und weiterer Präventionsmaßnahmen wurden Professor Reinhold Stockbrügger und Professor Colm O'Moran ausgezeichnet. Ein weiteres Highlight der Gala war die Verleihung in der Kategorie Stars for Prevention. Der beliebte Schauspieler Wolfgang Stumpf stand Pate und verkündete seinen Kollegen Erol Sander als Gewinner. Da dieser für Dreharbeiten derzeit in Afrika vor der Kamera steht, dankte er der Stiftung aus der Ferne. Was ich schon immer sagen wollte, Frau Mahr, Sie haben Tausenden von Menschen das Leben gerettet und viele Familien glücklich gemacht. Ich bin mir sicher, Felix ist sehr stolz auf Sie. Der Felix Burda Award 2011. Ein glamouröser Abend für die Prävention. Und ein emotionaler Höhepunkt des Darmkrebsmonats März.